Wir haben vieles zu besprechen, einige Sachen. Ich mach mir einen Kippa. Ich mache meine Spickliste an, über was hier abgeht. Ab jetzt nur noch Lives, keine Interviews. Eine Sekunde. So. Bam, Spickzettel ist da. Was geht ab? Geht's euch gut als erstes Mal? Was geht ab? Mir geht's gut. Gott sei Dank. Bartmann geht's auch gut. Ja, super. Ich hoffe, es geht euch gut. Ah. Okay, Leute, einige Sachen. Es ist viel passiert. Es ist viel passiert, aber Gott sei Dank, wir haben Essen, Gott sei Dank, uns geht's gut, wir haben Gesundheit, alles gut. Auf jeden Fall, wo fangen wir an? Es war eine sehr, sehr viele Sachen. Es gibt sehr viele Sachen zu besprechen. Wir steigen locker ein. Ich sag was zum Album. Wir steigen locker ein, ich sag was zum Album. Danach Fragen, Magen. Ich picke, ich werde nicht wahrscheinlich direkt auf alle eingehen können. Ich picke und beantworte aber. Okay? Okay, ich fange mal mit dem Album an als erstes. 5 Monate Promophase. Wieso? Ich sag euch wieso. Weil ich ein neues Label eröffnet habe und jeden Schritt selber gehe. Und ich wollte mir einfach schön Zeit lassen, euch mehr Musikvideos geben als sonst, so 4-5 Stück. Ich wollte schon ein paar mehr machen. So, das ist die erste Sache. Da gibt es noch eine Sache. So, jetzt kommen wir mal auf die Sachen, auf eine Kleinigkeit, die mich beim letzten Album so mies aufgeregt hat. Und ich habe das immer noch nicht verdaut, juckt mich auch nicht. Und zwar Amazon. Amazon. Letztes Jahr, als mein Album rauskam, war mein Boxlink, also wo du meine Box bestellen kannst, war die 1 Monat offline. Und jeden Tag hieß es das und das und etc. und hast du nicht gesehen. Und das hat mich so abgefuckt, ja, dass ich diesmal einen geilen Weg eingeschlagen habe. Für mich, finde ich. Ich erkläre euch. Bei Amazon wird es nicht meine Box geben. Ich verkaufe nicht auf Amazon meine Box, tue ich nicht. Ich weiß nicht, ob euch die Seite Deluxe Boxen was sagt. Deluxe Boxen gibt's auch, sind auch andere Rapper unterwegs, sind die Jungs von Adobe Kid und so. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich rede offen und tacheles. An jeder Box, wenn ich die bei Deluxe Boxen verkaufe, habe ich, ich glaube, 12 oder 10 Euro mehr pro Box. Das ist bei vielen Boxen gute Gewinnspanne, bla 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 etc. So, das Gute ist, wenn ihr jetzt bei Deluxe Boxen bestellt, wenn ihr jetzt auf die Seite geht, auf meinen Link geht, dann könnt ihr mit das Amazon-Payment. Das bedeutet, wenn du ein Amazon-Kunde bist, kannst du trotzdem bezahlen. Aber auf dieser Plattform werde ich das nicht mehr anbieten, weil mir da zu viele Filme letztes Jahr auf mein Album waren, mit Links offline und ich habe gar keine Kraft dafür, ich habe gar keinen Bock, ich will gar nicht mehr ausrasten und so. Ich will mein Leben verändern, Digi. Deswegen, Probleme werden umgangen, ganz schlau. Deswegen, wenn ihr mein Album bestellen wollt, dann bitte ich euch bei Deluxe Boxen, Link ist in meiner Bio, da könnt ihr das bestellen. Wie gesagt, mit Amazon Payment, dies und das, aber es ist Deluxe Boxen, ich habe nichts mit Amazon zu tun, trotzdem chartwürdig. Und ehrlich gesagt, ich verdiene auch ein bisschen mehr, sage ich euch ehrlich. Aber ich glaube, das gönnen wir doch dem Gigi, damit der doch jetzt August, wenn sein Geburtstag kommt, sich endlich den Jetski doch kaufen kann. Der Jetski ist immer noch nicht da. Ich habe 2 Alben gemacht. Wallah, ich hatte am Ende nicht 1 Cent. Wallah. Digga, weißt du, wie viel GEMA-Geld offen ist draußen von mir? Ich habe locker 120.000 draußen, die rumschwimmen, die mir gehören, Digga. 120.000 Euro insgesamt mit allem, was geht. Und das ist das Ding, das... Boah, ihr wisst gar nicht, was abgeht, Alter. Ich habe Nervenblank, Alter. Ich war hier 2 Monate richtig am krepieren. Ich war am Arsch, Digi. Ich dachte, es geht wieder jetzt ab, Alter. Weil bei mir ist auch safe, ich gehe nicht arbeiten. Wenn ich abkacke, dann heißt es, ich gehe in die Bank. 100%, ich renne 100%, ich renne rein. Definitiv, Alter. Aber egal, auch ein anderes Dings, ist das ein anderes Thema. Ihr merkt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt, weil ich gerade zum Flughafen fahre. Ich hole jetzt eine nette Dame ab, die ich heute bestellt habe. Die kommt jetzt. Sie ist im Flugzeug, sie kann das eh nicht sehen, also wird sie mich nicht hassen später. Aber vielleicht lösche ich das, vielleicht lasse ich drinnen, aber du weißt Bescheid, Beste.
So. Ich gucke auf meinen Spickzettel. Ich gucke kurz auf meinen Spickzettel. Das war Amazon-Thema. So. Label-Thema. Kurz, ganz kurz, geil. Jailbreak ist ein Label. Jailbreak ist mein Label. Jailbreak ist mein Leben. Okay? Das ist nicht nur ein Name oder Albumname, damit du Bescheid bist. Jailbreak for Life. Das ist ein Label. Das ist mein Label. Okay? So. Oder Mastercard oder original kann. Das ist schon kümmern die Tabelle, oder? Oder ja, ich weiß es nicht, ja. Willst du Navi kurz? Ich kann kurz geben, warte. Eine Sekunde, ich muss kurz Navi geben. Hebel, gib einfach rein. So. Was hatte ich noch auf dem Spickzettel? Gibt es nur einige Sachen. So, jetzt gehen wir langsam rein in die Fragen. Komm. Wir reden Tacheles, okay? Wie ist dein Verhältnis zu Kollega? Wie soll mein Verhältnis zu Kollega sein? Einer, der mich aus dem Knast geholt hat. Selbst wenn ich auf ihn sauer bin oder irgendwas wäre, was ich nicht bin, dann würde ich weder Stories machen oder irgendwas öffnen. Der Typ hat mich aus dem Knast geholt. Punkt, Ende, aus. Punkt, Ende, aus. Wird er mir eine Anzeige verteilen, dann würde ich aus Respekt und Dankbarkeit auf den Boden gucken. Okay? Das ist schon mal als erstes safe. So, an dieser Stelle auch schöne Grüße an Kolle, Bruder. So. Wenn wir schon bei Kolle sind, lass uns mal kurz über das Thema mit Farid sprechen. Wenn wir schon so weit sind. Das Thema mit Farid, das brennt, glaube ich, bei einigen. Voll viele Fragen, voll viele Kommentare. Oder? Okay. Ich erkläre euch mal. Ich hatte eine Auseinandersetzung, ihr wisst, mit Hamada, wo beim Pumpenfitix, okay? Kann sein, dass ich zu dieser Zeit ein ekliger Mensch war. Kann sein, dass ich über die Stränge geschlagen habe. Punkt, Ende, aus. Er ist gekommen, wir haben uns geboxt. So, wir haben gekämpft. Fertig. Ich habe einen Cut davon getragen. Real Talk. So. Dann kam mir das alles komisch vor und ich auf mein Intra Plus von Sek Plus, wo ich am Trainieren war, auf Booster. Ich habe eh immer solche Augen, Leute denken, ich bin auf Kokain, obwohl das einfach ehrlich meine Energie ist. Ehrlich. So. Auf jeden Fall, dann habe ich impulsiv Farid angerufen. Ihr habt irgendwelche Aufnahmen gehört, Audioaufnahmen, Sprachaufnahmen, richtig. Richtig. Ich wurde beleidigt, richtig. Aber ihr habt nur eine Seite gehört, ihr habt nur eine Audio gehört. Man muss ehrlich sein, man muss richtig, guck mal, man muss ehrlich sein und ich versuche, ich habe, seitdem ich in der Türkei bin, ich sehe das Leben von einer anderen Seite. Ich habe das Leben anders wertschätzen gelernt, weißt du? Es ist echt schwer hier. Es war für mich anfangs auch sehr schwer, sehr, sehr schwer. Die Leute haben hier nichts, die haben nichts. Versteht ihr? Deswegen, ich versuche mein Leben zu ändern, ich versuche meine Persönlichkeit sogar zu ändern. Jetzt nicht in Form von, ich werde schizophren. Ein bisschen runterkommen. Ich war zu viel auf Strom. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich bin aus dem Knast rausgekommen. Die Tür geht auf, ich bin auf einmal im Geschäft, Rap-Geschäft. Ich habe keinen Plan von gar nichts. Ich habe mein ganzes Leben lang nur Tüten verkauft. Nur Tüten haben wir verkauft. Und mit diesem jungen Mann, mein Mittäter übrigens, in 100 Fällen, er hat 6 Jahre, er ist auf Flucht, der muss immer wieder raus. So, zurück zum Thema. Ich habe angerufen und ich habe ekelhaft geredet. Ich habe rumgeschrien, ich habe beleidigt. Das geht nicht, ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. Und das Ergebnis davon war diese Antwort. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben uns gegenseitig angeschrien, wir haben uns gegenseitig beleidigt. Ja? Weil, alles gut auch mit Farid. Wir haben auch telefoniert, dies und das. Er wird auch wahrscheinlich was dazu sagen. Ist alles gut. Er hat mir auch geholfen, Mann. Er hat mir ein Feature gegeben bei meinem ersten Album. Ich weiß das zu schätzen. Ich bin kein undankbarer Hund. Weißt du? Wenn Leute sich impulsiv sind und wenn ich impulsiv bin und einer ruft mich an und schreibt mich schon an, was geht denn ab, Digga? Selbst war, versteht ihr? Also ich kann das verstehen. Bei allem Respekt muss man sagen. So. Wir haben telefoniert, alles ist cool. Auch an dieser Stelle danke an AK, danke an Bollo, danke an Zillo. Ihr seid die Besten. Ich bin froh, dass auch Farid bereit war, auch richtig korrekt von ihm, wie ein Mann. Wir haben öffentlich miteinander gesprochen, wir haben die Sache schön geklärt. Ist auch jetzt ein bisschen her. Ich habe damit direkt aber nicht Internet geprahlt, was gibt keinen Grund dafür, wisst ihr, was ich meine?
Ja. An dieser Stelle, ich weiß nicht, sollen wir hier raus? Ich weiß nicht. An dieser Stelle, auch an die Sache mit Amada. Ich habe nie was gegen ihn gehabt, Digga. Ich war in meinem Anfang, an meiner Anfangskarriere war ich immer mit ihm. Ich habe immer mein Herz für ihn gegeben. Versteht ihr? Ich habe auch jetzt nichts gegen ihn. Wallah, alles gut. Einer fällt, das ist normal. Dann stehen wir wieder auf. Das ist ganz normal, Digi. Weißt du, was ich meine? Wer verteilt, muss kassieren, Digi. Das ist ganz normal. Aber auch an dieser Stelle, alles Gute an dich, Hamada. Ich habe niemals was gegen dich. Alles gut. Und das ist auch nicht, weil mir irgendeiner was sagt. Oder weil ich nicht Dings. Alhamdulillah, ich habe stabile Brüder mit mir. Richtig stabile Brüder, die mit mir in jeden Krieg ziehen. Aber ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Digi, ich wünsche dir alles Gute, Hamada. Du bist auch fünffach da. Warst schon immer, auch vorher als ich. Du bist älter, weißt du Bescheid. Ja. Zu dieser Seite. So. Diese Fahrradsache habe ich euch erklärt. Mit Kolle alles Gute von meiner Seite aus. Ich hatte nie was gegen ihn, kann ich auch nichts haben. Und wenn ich was gegen ihn hätte, würde ich ihn anrufen und ihm das auch sagen. Ich bin nicht so einer, der dann sagt, und dann am Telefon sage ich dir nicht, was Sache ist, weißt du? So. Was gibt's noch für Stichpunkte? Brauchst du noch Navi? Ja. Wartet. Mit zwei Handys. Was habe ich denn noch aufgeschrieben? So, ja. Ich habe jetzt gar nicht die Kommentare und so gelesen, ne? Ich habe jetzt einfach erklärt. So. Ich gehe mal jetzt ein bisschen auf Dings. Wie ist dein Verhältnis zu Karat? Ich hab nichts gegen ihn, ich wünsche dir alles Gute. Jeder geht seinen Weg. Ah, genau, hier lese ich schon Samariter stabil. Guck, da gehen wir direkt wieder rein. So, Samariter-Thema. Samariter-Thema. Einen, ich küsse dein jetzt, mein Bruder. Wir haben keine Kippen mehr, gell? Nein. Nein. Tankstelle noch, ne? Oh mein Gott, Tankstelle hier und. Auf jeden Fall folgt mal meinem Bruder Bator, ne? Bator und Tunjel Yilmaz, ich folge ihn, ihr wisst Bescheid. Das ist mein Bruder, Alter. Von Anfang an, die gemacht vom J-Break, alle. Habt ihr ihn gesehen bei Video? Er war doch Pablo Escobar, er hat noch 10 Kilo angenommen. Alle. So, jetzt nochmal Samariter-Thema, komm. Einmal ganz schnell abschließend. Song, habe ich nicht seinen Namen gesagt, wisst ihr auch warum? Reicht mit Beef, ich habe keinen Bock mehr, ab jetzt, ich habe auch keine Lust mehr. Guck mal, ich bin nicht in Deutschland. Wenn Leute mich beleidigen, ist meine einzige Waffe, wäre meine einzige Waffe, entweder ich schicke Leute dahin oder ich nehme mein Handy. Aber ich bin einer, ich schicke auch Leute, ich will gar nicht lügen, Alter. Natürlich, jeder, Alter. Aber lieber, ich gehe selber dahin. Einfach eins gegen eins, egal wer kassiert, aufstehen, Hand geben, ehrlich Hand geben und nach Hause. So, aber ich habe das für mich abgehakt. Für mich ist Internet ist gegessen. Ich werde ihn nicht beleidigen, egal wie er mich beleidigt. Für mich ist diese Sache gegessen. Ich schwöre auf alles, schick mir dein Swipe ab. René, schick mir dein Swipe ab. Ich poste dich, ich verlinke dich. Jeder geht einfach seinen Weg. Bis wir uns sehen, dann hauen wir uns, dann stehen wir auf, geben uns Hand und jeder geht seinen Weg. Wie Männer, wenn du das möchtest. Wenn nicht, alles gut, mach wie du willst. Ich habe nichts gegen dich. Okay? So, ach ja, und? Die Mutter, mit der Muttersache, ich hab geschworen, das war auch nicht richtig. Damit ihr Bescheid wisst, wir machen Real Talk komplett durch. Ich hab seine Mutter nicht gefickt, Digi. Natürlich nicht. Aber ich sag euch, warum ich das gesagt habe und was für ein Niet, also was in meinem Kopf vorgegangen ist, warum ich das sage. Über mich wurden Lügen verbreitet, für die ich mich rechtfertigen musste. Weißt du? Dann verbreite ich auch gerne Lügen für die, die sich rechtfertigen müssen. Auch nicht korrekt. Aber ich bin auch mal ein Mensch, Mann. Ich hab auch, Walla, wir haben alle Fehler. Bruder, Walla, Sitzheizung ist auf zu krass. Zu krass, ne? Walla, guck mal, Leute, warte. Wie geht die Kamera? Sitzheizung voll, das voll. Ich hab keine Socken an. Oh. Auf jeden Fall wünsche ich dir alles Gute. Schick mir dein Swipe ab. Ich markiere dich sogar. Ich gönn dir Swipe. Ich gönn dir Klicks. Ich folg dir sogar, wenn du willst. Ich hab mit keinem Streit. Ich hab mit keinem Beef. Wenn irgendwas ist, möchte ich das nie wieder vor der Kamera klären. Ich möchte nie wieder eine Story darüber machen. Weil, ihr müsst euch vorstellen, wie soll das gehen? Ich bin 2 Jahre lang noch hier. 1-2 Jahre noch. Soll ich 2 Jahre lang Stories machen oder was? Das ist noch,
das geht nicht, Digga. Am Ende des Tages, ich bin Altenhagener, bei uns war das nie so. Bei uns war, wir sagen 1 gegen 1, dann sind noch 10 Leute im Hintergrund und alle gehen drauf. Real Talk, Bruder, Real Talk. So, wisst ihr, Internet ist für mich abgeschlossen mit Bieferei, dies, das und so. Egal wer. So, aber seid euch sicher, jetzt ist auch eine andere Zeit, jetzt gibt es auch keinen Kuschel mehr. Alle gehen weg von mir, geht weg von mir. Ich will mit keinem mehr zu tun haben. Mein ganzes Album, übrigens hier noch eine Info, mein ganzes Album ist ohne Feature, komplett ich alleine, ein Solo-Album, was ich auch immer schon machen wollte, jetzt endlich ist die Zeit gekommen, mein Solo-Album. Das wird komplett Solo, kein Feature, kein Nix, kein gar nix. Es wird durchgebrettert, es wird Abstand gehalten zu falschen Leuten. Wisst ihr? So. Boah, es ist echt warm geworden hier, Mann. Ich muss noch, ich gehe noch richtig ab mit Reden und so. Ich fühle mich voll wie Diktator, Mann. So. Ich gehe mal wieder rein in die Kommentare, okay? Hast du Sylo gesigned? Nein, ich habe Sylo nicht gesigned. Sylo ist mein Bruder. Sylo ist mein Bruder. Den ich irgendwie... Gott liebt uns zwei, Wallah. Gott hat uns zusammengeführt. Echt witzige Geschichte. Irgendwann, ich mache Vlog. Wenn ich nach Telsen gehe, dann lade ich hoch. Dann zieht euch rein, lacht ihr euch weg. Es geht weiter. Seid lese ich. Ich wünsche Seid alles Gute. Ich wünsche ihm alles Gute, Digi. Gib Gas. Meinung zu Meld. Ich habe ihn damals beleidigt. Einfach ekelhaft von mir gewesen. War nicht korrekt. Ist mein Landsmann. Ich wünsche dir alles Gute. Feature mit UFO. Real Talk, ich würde direkt machen, aber er wird nicht direkt machen. Real Talk, bra. Kann man dich in Istanbul sehen? Ja, man kann mich in Istanbul sehen. So. Ja, Farid haben wir schon besprochen. Ich lasse auch das live drinnen, dann könnt ihr das euch die ganze Zeit reinziehen. Gent. Dreh. Sein älterer Bruder ist eh ein richtig stabiler AB. Er ist ein guter Mensch. Die Jungs um ihn herum sind alle stabil. Hannover ist stabil. Ja, Mann. Schöne Grüße. Was ist mit alten Haaren? Kadi, Land. Kadi ist einfach drin. Kadi, du ekelhafter Land. Kadi, ey, Kadi. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Inshallah geht's dir gut, Wallah. Es geht weiter. M zu Nimo. Heißt das Meinung? Krass, einer der krassen Künstler. Aber ich hab nichts mit dir zu tun. Abstand. Ich war in Istanbul bei deinem Haus, aber du warst nicht da. Ich hab kein Haus in Istanbul. Hast du Türkei Stress wegen Machetenvorfall? Nein, hab ich nicht. Ich bin hier clean, ne? Ich kann Polizist werden. Stellt euch mal vor, ich werde jetzt Polizist, ruf Deutschland an und sag, ey Kollege, schick mal kurz mir meine Dings, meine Papiere aus, ich ficke la. Meinung zu Brescho? Wallah, ich hab nichts von ihm gehört, wallah. Was ist mit Anonym? Ich wünsche Ihnen alles Gute, Digi. Nur noch Liebe, wallah. Nur noch Liebe. Gib Gas, bra. Auch Türk. Kontakt mit Kolle. Ja, ist ein bisschen abgekühlt, aber jetzt nicht nach dem Motto, jeder geht so, ciao, ciao. Jeder hat seine Arbeit zu tun. Ich habe viel zu tun, er hat viel zu tun. Ich habe ihn gerade noch geschrieben, dass er mein Video teilen soll. Grüße aus Iserlohn, viel Erfolg, danke mein Bruder, viel Erfolg. Iserlohn, kennst du, Alter, Iserlohn, alle. Wie läuft mit Fitness? Lief gut, dann lief wieder nicht gut. So, aber ist okay, Gott sei Dank, ich habe ein bisschen abgenommen, Alter. Ich war zu fett, als ich nach Türkei gekommen bin, Digi, ich habe in einem Monat, ich habe 20 Kilo wieder zugenommen. Ich habe morgens Chiköfte gegessen, mittags Ichniköfte, danach Pilau mit was weiß ich was, dann abends noch Chips, Schokolade, Baklava, Maklava, oh, das habe ich ganz vergessen, Baklavas, Joghurt und Junge, hör auf, Mann. Grüße nach Düsseldorf zurück, wie findest du Mero? Für mich einer der krassesten Künstler. Meinung zu Bushido Feature, kann ich keine Meinung haben, ich darf eine Meinung sagen. Kardeş parçası. Gözünü seveyim. Das tamam. Valla onu promo olur. Ich feier. Ich habe einen Anruf bekommen. Sorry.
So. Und Marvin 5734 noch Stress mit Samarit. Sorry, ich habe wieder einen Anruf bekommen. Stress mit, ich habe gerade was dazu gesagt. Ich lasse das Video drin, dann könnt ihr euch das reinziehen. Meinung zu Diol Hang, pervers. Diol, einer der krassen Trapper, die es gibt. Nicht nur Hang, finde ich. Haben wir noch welche Fragen? Haben wir noch interessante Fragen, die brennen? Haben wir? Okay, 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 es geht los. Hast du Stress mit Supremos? Von meiner Seite aus nicht. Alles gut, Digi. Ich gönn jedem. Wallah, ich will nur meinen Weg gehen, Alter. Wink, wink, Bre, sagt Margin. Margin, mein wink, Bruder. Wink, wink. Alles gut, ich küsse dein Herz. Bester Mann, Wallah. Was ist mit dir und Team Kuko? Was soll mit mir und Team Kuko sein? Alles cool. Also von meiner Seite gibt's... Ich hab von meiner Seite aus mit keinem Stress. Keinem. Drilon, Militon... Und, boah, bitte, Bruder, Wallah, es tut mir so leid. Ich hab deinen Namen vergessen. Ich bin ein ekliger Pisser, Wallah, ein ekliger. Aber das sind gute Menschen, die waren gut zu mir, als ich in Berlin war. Die waren sehr gastfreundlich, haben nichts zahlen lassen. Das sind sehr, sehr gute Menschen. Feature mit Flair, nie in meinem ganzen Leben. Nie in meinem ganzen Leben. Niemals, Dicky, niemals. 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 So, haben wir noch interessante Fragen, die brennen, die sagen, wo man sagt, ey, dies und das. Machst du eine Tour? Warte, 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 tu es einfach. Dazu in genau einem Jahr was. I'm coming home. Kommt nach Eminem. Wir machen Taxi-Tour. Future mit Asche. Asch ist cool. Asch ist cool. Emin, bist du bei Alpha? Guten Morgen. Warum hast du Kolle in die Situation gebracht mit Samarita? Das ist doch mal eine gute Frage. Meine Freunde, ich wollte das ganz anders klären. So wollte ich das nicht klären. Versteht ihr? Es sind halt aber Sachen passiert, hinter denen ich aber nicht stehe. Ich stehe hinter diesen Sachen nicht. Wie hinter mir nicht gestanden wurde, als ich irgendwelche Dummheiten gemacht habe, okay? Ich stehe nicht hinter der Sache, als... Ich stehe nicht hinter der Sache, weil vor meine Tür ist Ramarita auch gegangen, als ich in der Türkei war. Mit einem Auto Musik machen, das ist nicht cool. Wallah, wenn ich da wäre, okay, dann hast du Eier. Aber ich bin doch nicht da, das ist nicht cool. Wallah, das ist nicht cool. Und generell vor Tür gehen, Mühe gehen, Familie, ich stehe nicht dahinter. Meinung zu Dardan, killer Typ, Alter. Auch Management, richtig cool von ihm, Allah. Wann darfst du wieder nach Deutschland? Aus dem Ärmel schütteln hier. Was ist mit Jason? Ich wünsche Jason alles Gute, krasser Künstler. Du bist auch der geilste. Wallah, Barton gibt einfach Kommentare nebenbei. Ich komme in Teufels Küche wegen dir, Bruder. Halt dich bedeckt. Wie Manuelsen und Mois. Meinung zu San Diego. Digga, Alter. Ist dein Ernst? Ist dein Ernst, Bruder? Killer, Digi. Zeig deinen Arm nochmal, das Gold ist nicht echt. Ist auch nicht echt. Ist von Louis. Also entspann dich, Bro. Meinung zu Manuelsen und Animus. Ich hatte mich bedeckt. Wieso aus Alpha geflogen? Genau das ist auch eine gute Frage. So wie es steht und der Stand der Dinge ist, bin ich niemals aus Alpha rausgeflogen. Ich habe mein Label eröffnet. Was ist mit Sami 51? Kein Kontakt, ich wünsche dir alles Gute.
mein Internet fickt. So, komm, 3 Minuten durchsprinten. Haben wir Fragen noch? Die brennen. Die brennen. Ist der Track mit Hamudi auf Olymp? Nein. Der Track, falls er rauskommt, ist von meinem Bre Hamudi. Seitdem du in Türkei bist, trägst du teure Klamotten. Digga, Kapalecharge, 10 Liter, was denkst du denn? Falla, Meinung zu Kapi. Was soll ich sagen, Junge, er hat Beatles gefickt, Mann. Jede Meinung ist scheißegal über den, er hat alles gefickt, der ist King. Machst du Signings? Ich hab einen. Zu krass, dazu mehr. Feature mit Zylo, wann und wo er will. Wann und wo er will. Samariter-Ehre genommen mit diesem Track. Genau dazu nochmal. Eben nicht. Das soll bitte nicht als Diss-Track oder irgendwas gelten. Deswegen habe ich auch den Namen runtergenommen. Jedem sein Glück, Walla. Jedem sein Glück. Verrate mal Feature auf Olymp. Habe ich gerade erklärt, keine Features. Wie stehst du zu 18 Karat? Jeder geht sein Weg, habe ich schon gerade auch gesagt. Aber ich lasse drin, dann kannst du das wieder wählen. Feature mit Ezel. Ja, wenn er für 10.000 Euro macht. Das Strücke, Bray. Hör auf, Bruder, Walla. Meinung zu Jay Patro. Du weißt doch, Bruder, Alter. Ja, ja, Öffentlichkeit, ja. Bist der Fehler. Jay Patro ist Killer, Alter. Er ist Killer, Mann. Richtig Killer. Marina, kommst du nach Wien? Walla, wenn du mir ein paar Nudes schickst und 18 bist und dein Ausweis und Pär und mein Sperr Europas, ich komm sofort. Cardio, du bist einfach der King. Ich küsse doch dein Eiland. Du bist ein Achter, mich auf Koran. Wie stehst du den Sprachmemos von Farid auf WhatsApp? Habe ich gerade schon beantwortet. Ich lasse es drin, ihr wisst Bescheid. Okay, ich check nochmal ab, ob neue Fragen kommen. Wenn nicht, wenn ich merke, immer das Gleiche. Feature mit Haft. War auf erste Album. Wir hatten noch Video dazu gedreht, aber ich habe das nicht released. Das Video hat mir nicht so gefallen. Dreh die Trommel 2, definitiv, definitiv. Marina, bist du denn 18? Kann mir mal einer ihre Profil abchecken und mir sagen, ob das in Ordnung ist? Warum bei Bushido kommentiert? Weil er Flair beleidigt hat. Aber auch, hey, das war auch jetzt ekelhaft. Hey, Digi. Guck mal, ich wünsche auch dir alles Gute, Digga. Du hast auch bei mir ein Ekeling gemacht. Du weißt ganz genau. Weißt ganz genau. Black Dolphins, mein Black Dolphins. Deswegen. Ich hab mich bedeckt. Ich zoll Respekt. 20 Jahre, 10 Jahre Rap-Geschäft. Ach ja, Bruder, ich hab vergessen. In einer Woche, ich bin bei Kosovo. Mit meinem Power Machine. Ich nehme auf Track. Okay, ich guck nochmal, Beat wieder auf YouTube. No. Marina geht klar, sagt sie. Okay. Schick Pen, schick Pen, schick den! Kochande 2. Nein. Gala oder Fener? Ich bin nicht so der Fußballfan. Galatasaray, da gibt's keine andere Mannschaft. Er sagt Gala, ich bin aber nicht so der Fußballfan. Selber spiele ich gerne, Walla, aber so, ich habe keinen Plan vom Fußball, wer wo ist und das und das. Oh, Diddy Remix, oh, der ist hart, ne? Okay, warum hast du was gegen Flair? Ich hab nichts gegen ihn, Mann. Er hat einmal ekelhaft mit bei mir gemacht, mit so einer Story und ohne Namen sagen und so, aber ich wusste immer mich. Verstehst du? Aber ich hab nichts gegen ihn. Das hab ich abgefuckt, Diggi. Weil ich damals genau meine Meinung über Shirin gesagt hatte, genau. Ich so und so, dann kam. Aber alles cool, Wallah. Lack, erzähl mal, wie stehst du zu Kamel? Oder wie soll ich zu Kamel stehen? Ich wünsche ihm alles Gute. Suna war auch immer korrekt zu mir. Miami ist der Bruder von Sufjan. Ich kann nichts sagen, weil Sufjan ist mein Bruder. Wie Abi ist der? Ich liebe dich, Sufjan, mein Bruder jetzt. Ne? Meinung zu Maestro. Weil ich liebe seinen Charakter. Weil er ist so eklig und behindert. Türkei hat dich verändert, Bruder. Inshallah zum Guten. Welche türkische Stadt kommst du, Urdur? Ich bin Azeri 76. Wann darfst du nach Deutschland wieder? Weiß ich nicht. Meinung zu Lori. Stabil. Sehr stabil. Boah, die hat mit Spotify rasiert, Digi.
Meinung. Kadi, Walla, hör doch auf. Du bist so. Kadi. Er so Meinung zu Momonius. Alles gut, Momonius, ich wünsche dir alles Gute. Du ekliger, du kleiner Fitnerboy Kadi. Du kleiner Fitnerboy Kadi. Ich weiß genau, wie er gerade lacht, Walla. Ja, er lacht sich ekelhaft tot gerade. Du kleiner Ekligen, Alter. Wir haben heute 100.000 auf Spotify geknackt. Videos kommen, ist schwer noch mit den Klicks. Offen Real Talk gesprochen, aber ich weiß ganz genau, wir ficken noch. Ich weiß das ganz genau. Lass nur ein bisschen rollen, aber Spotify sind wir stark. 120 habe ich gerade geguckt, glaube ich, oder 110. Sehr stark, sehr stark. Wenn du Merkel was sagen könntest, was würdest du sagen? Danke für die Abschiebung. Walla, danke. Und danke für die Steuern in der Türkei. Und danke dafür, dass ich nicht in Deutschland Steuern zahlen muss. Und danke dafür, dass ich mein ganzes Geld gegen Liras eintausche und mir Deire für Deire kaufe. Oh. Mashallah, Gott soll mehr geben, aber inshallah dir auch mehr geholen. Musikfeature, ich würde direkt machen. Musik ist für mich ein krasser Künstler, Bruder. Wir sind am Flughafen. Flugi! Tamam, sag nichts Falsches, Dave. Hey, bak şimdi gösterdi ben. Komm, Feature mit Hurricane? Ja, warum nicht? Wann er möchte. Beef, Gent und Say It Beef, kann ich nichts zu sagen, ist deren Sache, Alter. Ah, Beef ist nie gut. Jede Freundschaft ist besser als jede Feindschaft. Gibt's den als Spruch oder hab ich den jetzt etabliert? Bruder, wann kommt neues Video mit Mois wegen Promo und so? Guck mal, ich werde einiges ändern. Ich werde sehr viel ändern. Ich werde meinen ganzen Scheiß selber machen. Ich werde Blogs vielleicht machen. Ich fliege nach Marokko, nach Thailand, nach Albanien. Ich habe meinen Pass, ich kann nach jetzt. Kuba. Nach dies und das. Kuba. Oh, wie ich nach Kuba fliegen werde. Du kleiner Dreckiger. Wir fliegen nach Kuba. Hast du Taschentuch? Feature mit Ibrahim Tatlis ist mit dem sofort, Mann. Spitzer, komm mal her. Auf der Markstein. Einfach mal ab. Der Mond in mein Kettokra. Der Mond in mein Kettokra. Massiv auch, cooler Typ, Alter. Okay. Wir müssen kurz lachen, weil Auto ist nicht versichert. Wenn wir uns jetzt rausziehen, 2000 Teile. Und sind wir durch, und wir sind. Ramadan Chachim Joachim. Ramadan Chachim Joachim, den kenne ich ja gar nicht. So, ich glaube, wolltest du dich echt selbst stechen? Was meinst du? Du brauchst gar nicht drauf eingehen, Bruder. Was ist das für eine behinderte Frage, wa? So, ich sehe, kein Dings kommt nicht mehr. An dieser Stelle, danke für jeden Support. Danke dafür, dass ihr zugehört habt. Danke dafür, dass ihr mich begleitet. Ich bin euch allen mehr als dankbar. Aber diese Worte mit, ich bin dankbar, danke, danke. Ich hab's satt, euch zu sagen, weil das reicht irgendwie nicht. Ich muss euch irgendwas geben. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich kann nicht in Deutschland rumlaufen, dass ich sage, kommt alle her, wie krassen aus. Ich bin eingesperrt hier, Alter, im offenen Knast. Keine Ahnung, aber mir fällt noch was Stabiles ein. Ich liebe euch übertrieben, ohne Scheiß. Wegen euch kann ich Euro und Lira wechseln. Wegen euch kriegt Merkel nicht meine Steuern. Wegen euch, ich will es nicht sagen, aber wegen euch bin ich hier am Flughafen. Und wegen euch, ich will nicht zu viel sagen. Ich liebe euch übertrieben. Ey, passt auf euch auf, einen wunderschönen Abend. Euer Jiggity Jack Johnson, a.k.a. Jiggity J. Joe, a.k.a. Jiggity Jailbreak, a.k.a. Jiggity, ich schreibe nicht mal für 1 Milliarden Euro deinen Text und wechsle dann nicht meinen Lehrer. Tamam? Ich küsse eure Augen. Passt auf euch auf. Wie geht das so aus? Was muss ich trinken lassen? Auf Türkisch? Şimdi sonladır. İptal. Nein, du musst so drücken, brav.